Hallo und herzlich willkommen zurück bei Guacamili hier im großen Tempel, wo wir ja gleich weiterlaufen. Hatten mal wieder einen netten Kampf für zwischendurch. Wie immer gucke ich wieder, was wir uns leisten können. Und jetzt werden wir uns das hier auf alle Fälle mal holen. Und keine Ahnung, ob wir jetzt hochgehen oder zur Seite, aber ich fürchte, zur Seite ist gerade interessanter, nachdem wir ja nach oben müssen. Deshalb gehen wir erstmal nach unten. Wo zur Hölle gehen wir jetzt hin? Oh oh. Gut, dann kämpfen wir mal wieder. Mal schauen, was es... Oh Gott! Viel zu viele von den Viechern. Tja, das sind so viele. Da lohnt es sich einfach mal drauf zu halten. Es kommen ja zum Glück nicht mehr viele nach, gell? So. Zumindest die Weißen kann ich ganz gut erwischen und die Grünen sind natürlich ganz schön gemein. Weil sie ja hüpfen und ich sie aber nach unten treffen muss. So, weg hier. Ich würde erstmal gerne die Weißen vernichten. Aber irgendwie kann ich das vergessen, also bleiben wir mal bei den Gelben, die gehen sogar ganz gut kaputt. Zack. Ist, glaube ich, allgemein eine ganz gute Idee, die gelbe Kopfnuss zu verwenden, weil die doch relativ stark ist. Geh weg. Kopfnuss. Runter. Runter. So, volles Haus hier sozusagen. Und fertig. Dann geht's gleich weiter in diese kleine Schatzkammer hier. Und dann können wir gleich wieder zurückgehen. Ich finde das hier echt angenehm. Es geht so richtig schön schnell. Und hier ist ja dann bestimmt auch noch was Tolles. Oh je. Also, wenn ich da reinspringe, komme ich da drüben raus. Soweit schon mal klar. Okay, das ist, glaube ich, relativ einfach. Ich muss mich hier festhalten, noch die richtige Taste drücken. Was war denn die Festhalten-Taste? Ja, mit dem Huhn natürlich nicht. Ah, Dreieck. Okay, nach oben. Achso, ja, und natürlich noch einen Doppelsprung machen, sonst... Oh. Nee, so nicht. Kleinen Moment. Nein! Ist immer schlimm, wenn man eigentlich weiß, wie es geht, aber man es nicht hinkriegt. So, und hier haben wir den nächsten Spaß. Bin mir jetzt noch nicht so ganz bewusst. Ah, doch, okay. Also einmal muss ich hier runter. Ja. So, dann bin ich schon mal auf der anderen Seite und hier wieder so einen Save-Punkt. Und hier muss ich jetzt irgendwie wahrscheinlich zwischen die beiden, keine Ahnung, was das eigentlich ist. Und... Ach du liebe Güte, blau. Blau ist natürlich, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber das sollte machbar sein. Boah, knapp, aber hat ausgereicht und hier sind sehr viele Blöcke. Bum, bum, bum. Und dann kommen wir hier wahrscheinlich, nö, woanders hin. Wo sind wir jetzt? Und von da oben kamen wir her. Genau. Okay. Dann können wir hier runtergehen.
Okay, das ist echt ein Labyrinth und jetzt müssen wir schon wieder kämpfen. Was sind das denn für Typen? Haben wir die schon mal gehabt? Ich kann mich an die ja überhaupt nicht mehr erinnern. Oh, aber bitter sind die. Nein, nimm ihn doch mal. Wenn man so ein bisschen falsch steht, dann hat man so keine Chance, den zu greifen. Gut, probieren wir nochmal. Ich weiß ja, dass du hier spawnst. Das heißt, ich kann dich hier schon mal ein bisschen kaputt hauen, bevor dein Freund kommt. So hatte ich mir das vorgestellt. Das hatte ich mir nicht ganz so vorgestellt, muss ich zugeben. Und runter. Wenn es nur einer ist, ist es überhaupt gar kein Problem. Weil, ja mein Gott, man haut halt auf ihn ein und dann kann er nicht viel machen. Wenn es aber wahrscheinlich jetzt fünf werden. Autsch. Autsch. So, der ist schon mal weg. Und der andere Typ da hinten, den mag ich nicht. Und das ist bitter. Da kann ich doch bestimmt durchrollen, jawohl. Ich glaube, ich muss doch erst den da kaputt machen, weil der ist einfach viel zu hart, vor allem weil der andere gerade überhaupt nichts macht. So. Und Kopfnüsse. Noch eine Runde? Nein, Gott sei Dank. Und ja, links oder rechts, gell? Gehen wir mal da lang. Wow, hallo. Das war recht überraschend. Das ist ja fies. Die finde ich auch unangenehm, weil die so irre schnell sind. Darf hier nur nicht so weit nach vorne gehen, dass man ja nicht zu viele Gegner auf einmal kriegt. Weil sonst wird es sehr schwierig. Hör auf. Die sind nämlich auch so schon irre stark. Jetzt sind sie noch zu zweit sind. Es sehr gut, dass die mehrere Ziele treffen können. Also wenn ich sie durch die Luft. Oh. Oh. Wenn ich sie durch die Luft schieße, wollte ich sagen. So ein bisschen Lebenspunkte sind gut. Und hoffentlich kommen jetzt nicht mehr zu viele Gegner. Ja gut, vor dem habe ich tatsächlich mittlerweile keine Angst mehr. Aber wenn da noch die anderen dabei sind, kommt doch erstmal hierher. Hier ist doch viel gemütlicher. Zack. Da ist noch so einer. Schön, dass er mir direkt reinläuft. Ja, schon noch einer. Na komm. Und schon wieder wird's eng. Es wird sehr eng. Ich habe nicht vor zu sterben, ich habe nicht vor zu sterben. Zack. Na, Gott sei Dank. Es kommen bestimmt nur noch 10 andere Gegner. Hallo. Ihr haltet doch nicht viel aus, gell? Sehr gut. Und du? Was hast du jetzt vor? Nichts? Sterben?
So mag ich die. Das sind tolle Gegner, die haust du, wenn du sie einmal kriegst, dann sind sie tot. Sie wehren sich nicht. So mag ich das. Und weiter geht's. Und, oh Gott. Naja, immerhin volle Leben. Zu wenig Geld für irgendwas. Gut, jetzt müssen wir auch noch klettern. Und irgendwie rollen die über uns in der Wohnung wohl gerade irgendwie mit Flaschen rum oder sowas. Sehr interessante Töne. Ich weiß nicht, ob man es im Video hört. So, warum ist hier so einer so weit drüben? Keine Ahnung. Ist gerade viel zu einfach, weil man kommt ja einfach nur nach oben. Und da ist nochmal eine Kiste, das heißt, hier sind keine Gegner. Ja, wird wahrscheinlich nicht viel mehr verdient haben und okay. Das heißt, ich muss da mit dem Huhn auf alle Fälle durch und den blöden Knochen ausweichen. Ach du liebe Güte. Na, das wird toll. Ich kann die auch gar nicht kaputt machen, davon abgesehen. Wie komme ich denn da hoch? So. Okay, und wie soll das jetzt gehen? Kann ich einfach durchlaufen? Okay. Sympathisch. Und, boah, Knochen. Überall Knochen. Raus hier. Ja, und jetzt kommen wahrscheinlich wieder irgendwelche lustigen Sprungpassagen mit diesen Stacheln da oben. Ja, ja. Das ist ja noch okay. Das auch. Das auch. Nee. So, du machst gerade noch nichts. Wow. Achso, das war nur Münzen. Münzen sind gut. Münzen sind meine Freunde. Das ist fies. Das ist mal eine große Kombo. Und kaputt. Sehr gut. Weiter. Hier ging es wieder runter und hoch und zur Seite. Dann gehe ich erstmal zur Seite. Mal wieder auf die Karte gucken. Mal schauen, was hier drüben so ist. Okay, das wird... Okay, das wird interessant. Also soweit habe ich es noch verstanden. Und dann habe ich es nicht mehr verstanden. Warum bin ich jetzt da? Mal. Ach, da unten, okay. Nein, das sollte ich natürlich da nicht wegklicken. Also ich muss einfach nur die ganze Zeit durchfliegen irgendwo. Perfekt. Lol. Okay, das war lustig. Nicht ganz so intuitiv. So, und will ich jetzt hier wirklich... Was soll das denn jetzt? Will ich jetzt hier hoch? Ich weiß nicht, ob das der optionale Weg ist. Schrägstrich, ob ich hier wirklich... Oh, das war schlecht. Nein. Oder doch. Na, hab nicht. Hab gedacht, vielleicht habe ich das Glück, dass ich dann oben gespawnt werde, wenn ich jetzt unten sterbe. Aber das war nicht der Fall. Haha, jetzt habe ich keine Energie mehr.
Na toll, warum macht er das denn jetzt? Das macht ja gar keinen Sinn. So. Einmal festhalten und ich... So, jetzt habe ich wieder Energie und kann weiter. Ich werde jetzt auf alle Fälle mal hier stehen bleiben. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, das ist der richtige Weg. Weil der mir einfach viel zu gerade nach oben geht. Wow, was war das? Kopfnuss. Nein, doch nicht. Tatsächlich, hier ist nur ein bisschen Geld und komische, nervige Gegner, die zum Glück nichts aushalten, sobald ich sie greife. Mal ganz kurz gucken. Und ja, also wenn ich ihn mal greifen, es schaffe ihn zu greifen, dann hält er nicht viel aus. Okay. Das heißt, ich muss hier durchfliegen, oder? Sehe ich das richtig? Und dann hoch. Na gut, der Endgegner ist ja noch weit weg. Okay. Uhuhuhu. Das ist sehr lustig. Portal! Okay. Wie viel Geld haben wir jetzt? Noch nicht genug. Falsch. Und hier geht es jetzt wieder runter. Genau, und hier kommen wir auf alle Fälle wieder dahin. Okay, wir wären hier gar nicht hochgekommen. Schon mal gut. Bin ich mal gespannt, wo wir hier landen. Und hier kommen wir wahrscheinlich dann auch ganz runter. Das machen wir dann einfach mal, damit wir einfach den Weg freigeschaltet haben. Weil hoch kommen wir relativ einfach wieder. Also haben wir nichts falsch gemacht. Und das war ein Zwischenweg, den wir mit Sicherheit noch uns anschauen wollen. Wow, okay. Wenn ich hier reinkomme, dann falle ich wahrscheinlich da unten. Oh, da oben. Wie komme ich jetzt hier hin? Interessant. Das war jetzt nicht ganz meine Absicht. Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich bin jetzt wieder oben. Okay, ich wollte aber gar nicht hin. Ich wollte eigentlich dieses Rätsel hier lösen. Okay, also... Ah, okay, da sind die Dornen weg. Das heißt, wenn ich hier reinspringe, muss ich so... die Dornen lösen oder mich erstmal festhalten. Festhalten ist auch eine gute Idee. Und dann hier runter. So, jetzt ist die nächste Frage, wie komme ich denn da rüber? Warum hat es mir das jetzt verhauen? So, hier wahrscheinlich... Oh, das wollte ich gar nicht so, aber ist in Ordnung. Nee, so will ich das nicht. Okay, also da komme ich da hinten hin.
Was zur Hölle? Okay, jetzt bin ich da drüben. Jetzt kann ich da drüben hin. Wo komme ich dann? Jetzt bin ich wieder da. Okay, das ist nicht der Sinn der Sache. Und jetzt bin ich wieder draußen. Ah, toll. Noch bin ich überfragt. Ah, okay. Und wenn ich jetzt da runterrutsche, dann komme ich doch jetzt hoffentlich da hinten raus. Oh, danke. Und kann mir endlich diese Kiste schnappen. Und damit ja, sind wir hier so momentan ein bisschen eingesperrt. Wir dürfen jetzt gleich wieder zurück und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Der Teil ist nämlich wieder mal am Ende und beim nächsten Mal... Ja, müssen wir hier erstmal wieder raus und dann gehen wir hier oben weiter Richtung Endgegner.